Hier fliegt da Zeug durch die Gegend, Waffen und alles. Man denkt, die sind noch am Leben, weil die so rumschweben, aber die sind leider alle tot. Was heißt leider? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Starfield im zweiten Durchlauf im New Game Plus, meine lieben Freunde. Also der erste New Game Plus Durchgang, der zweite Durchlauf insgesamt in der Handlung von Starfield, haben wir jetzt auch wieder einen Außenposten gebaut. Und ich habe den Außenposten gebaut an einer Stelle, wo ich ihn schon angekündigt habe, wo ich ihn bauen würde. Nämlich auf dem Planeten, und jetzt muss ich mal gucken, wie er hieß, Arcturus 2. Denn auf Arcturus 2 hatten wir, erinnert euch, vor, ich weiß, glaube ich, 20 Folgen oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall vor einer ganzen Weile, haben wir Klebstofftiere gefunden, meine lieben Freunde. Damit meine ich nicht die Leute, die sie auf die Straße kleben, sondern ich meine natürlich kleine Tiere, die aussehen wie Jeff Goldblum in die Fliege, die Klebstoff produzieren. Und ich habe jetzt einfach mal eine Infrastruktur für die Zucht dieser Tiere an den Start gebracht. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Starfield reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreien, wie ihr das hier alles findet. Genau, also was braucht man dazu, um Klebstofftiere zu züchten? Also erstmal braucht man einen Planeten, auf dem es Klebstofftiere gibt. Und auf diesem Planeten muss es Klebstofftiere geben. Und das ist hier. Also wir sind hier, wie gesagt, auf dem Planeten Arcturus 2. Da muss man erstmal gucken, welche Tiere das sind. Das ist hier in dem Fall, sind das diese komischen fliegenartigen Tiere. Die sehen aus wie so eine Fliege, sehen die halt aus, wo irgendwie hier diese Viecher. Herr Hirnspross, genau. Ich will das Herpes sagen, aber Hirnspross. Genau, das sind die Tiere und die geben Klebstoff. Das seht ihr, da haben wir schon wieder 6 Einheiten, nicht schlecht. Und die brauchen, wenn wir jetzt hier rangehen, an dieses Terminal. Die brauchen Wasser und Fasern. So, Wasser ist erstmal nicht so ein Thema. Das kriegt man relativ günstig, relativ schnell, indem man diese Wasserextraktoren aufstellt. Die filtern das aus der Atmosphäre. Geht natürlich nur, wenn der Planet eine Atmosphäre hat. Aber in der Regel haben Planeten, wo Leben existiert, auch irgendwie eine Atmosphäre, wo auch Wasser gefiltert werden kann. Also das müsste eigentlich immer gehen. Ansonsten geht es mit einem tiefen Förderer, wenn man entsprechend eine tiefe Ressource hat. Das ist aber bei Monden eher der Fall und gar nicht so relevant. Oh, die sind wild da, guck mal. Genau, da muss man jedenfalls die Tiere auch erstmal scannen, glaube ich. Damit man auch sieht, dass die eben für die Außenpostenproduktion zugelassen sind. Das steht immer unten drunter. Also rechts in der Ecke ist ja hier diese Zusammenfassung vom Scan. Und da steht immer, ob der Außenposten gestattet ist oder nicht. Wenn der Außenposten nicht dabei steht, dann nützt es einem leider nichts, wenn sie Klebstoff bringen, weil dann kann man sie nicht zähmen. Es muss unten stehen, dass der Außenposten erlaubt ist, genau. So, und dann braucht man natürlich Nahrung in Form von Fasern. Das heißt, man braucht idealerweise in dem Biom, wo man sich befindet, auch eine Pflanze, die Fasern produziert, die man dann anpflanzen kann. Dazu braucht man ein Gewächshaus. Ja, und dazu muss man dann entsprechend auch wieder Wasser zur Verfügung stellen, damit die Pflanze wachsen kann. Weil wenn die Pflanze nicht wachsen kann, weil sie kein Wasser kriegt, dann nützt einem das Gewächshaus nichts. Also man muss natürlich dann entsprechend auch fähigkeitsmäßig natürlich die Fähigkeit, die Fähigkeiten Schreifhalten, Botanik und Zoologie. Also ich habe Botanik schon auf 4, Zoologie habe ich auch auf 4. Also die habe ich beide schon ausgemaxt. Und dann kann man entsprechend auch bei der Forschung, an der Forschungskonsole, die ich jetzt hier nicht habe, aber da gibt es dann die Punkte Tierzucht oder Zähmen. Zähmen heißt das, glaube ich. Und Gewächshaus oder Anbau. Und da muss man dann natürlich die Sachen freischalten, weil dann kriegt man nämlich die großen Gewächshäuser bzw. die mittelgroßen Anlagen. Man kann auch mit den kleinen anfangen natürlich. Je nachdem, wie viel man halt freigeschaltet hat, kriegt man halt größere Anlagen, die dann mehr produzieren können auch. Und das ist dann eigentlich das alles schon, was man können muss. Wenn man dann hier die Anlagen baut im Baumodus, nicht wahr, muss man dann entsprechend noch die Sachen verknüpfen mit rechter Maustaste im Modifizieren-Modus, wenn man nochmal Tab drückt. Rechte Maustaste zum Beispiel auf den Wasserbehälter, Wasserextraktor hier. Dann mit E auf die Farm. Und dann wird das Wasser in die Farm erstmal transportiert, damit die Pflanzen wachsen können. Dann muss man die Farm mit rechter Maustaste verknüpfen mit der Scheune, mit dem Viehhaltungsanlage.
auch wieder E drücken, dann wird das, was an Fasern aus der Farm geht, in die Scheune, also in die Viehhaltungsanlage transferiert. Und dann braucht man, also ich habe es jetzt mit einem zweiten Wasserextraktor gemacht, einen Wasserextraktor noch für die Scheune. Ich habe das jetzt hier über einen Umweg mit einem Flüssigkeitsbehälter verknüpft. Ich will noch mal gucken, ob ich das noch ein bisschen besser verknüpft kriege mit dem zweiten Wasserextraktor da, ob man das vielleicht zentral sammelt, das Wasser, und dann irgendwie nochmal an verschiedene Anlagen verteilen kann, irgendwie, dass es vielleicht ein bisschen besser ist noch, dass das Wasser zentral ankommt und nicht irgendwie so kreuz und quer. Genau, und auf jeden Fall braucht das hier halt Wasser und Fasern, genau. Und das haben wir halt jetzt gemacht. Und jetzt haben wir da diese Viecher direkt drin, da muss man auch nicht noch irgendwas machen oder so, das reicht nur dieses Gebäude. Und dann sind die hier am Start. Manchmal kommen andere Viecher vorbei, die wollen die auffressen. Deswegen habe ich hier eigentlich so ein Autoturret aufgebaut. Aber das funktioniert auch nicht unbedingt immer so zuverlässig. Und diese Felsen hier, die sind tatsächlich reingewachsen irgendwie in mein Gebäude. Die waren eigentlich nicht da, als ich das Gebäude platziert habe. Und hier ist auch ein Gasschlott irgendwie unter diesen Felsen drunter. Frag mich nicht, ey. Das ist irgendwie ganz komisch manchmal. Genau, auf jeden Fall haben wir jetzt halt Klebstoff. Und solange immer Fasern und Wasser reinkommen, produzieren wir da auch immer Klebstoff. Weil Klebstoff ist somit das Nervigste. Das brauchst du halt immer für diese ganzen Waffenmodifizierungen. Und wenn du, also Rüstung oder Rucksackmodifizierungen, ja, brauchst das halt ständig gefühlt. Hier habe ich nochmal einen Storage-Behälter aufgestellt für Bauteile. Ich musste nämlich mal jetzt mein Sternenblüterschiff auch mal leer machen so ein bisschen. Was heißt leer machen? Da ist immer noch ganz viel drin. Aber ich hatte halt einfach keinen Platz mehr. Ich habe wieder ständig Platzmangel, weil kommt immer so viel zusammen auf meinen Expeditionen. Auch Liebesware hier tatsächlich ist auch ein bisschen mit dabei. Ganz viel Stuff. Also ich raide ja auch Basen. Ich habe jetzt auch wieder einen neuen Beowulf tatsächlich. Kann ich euch hier auch mal zeigen. Ganz schnell, habt ihr in der Aufnahme noch nicht gesehen. Der Beowulf, den wir hier haben, der macht jetzt tatsächlich wieder ordentlich Bums im wahrsten Sinne des Wortes. Denn den habe ich erstens, habe ich den nochmal optimiert. Und zweitens hat der sowohl Giftschaden, das ist richtig gut, das verlangsamt das Ziel und macht halt permanent über die Zeit noch zusätzlichen Schaden, selbst wenn man nicht drauf schießt. Und das ist sehr gut bei Bosskämpfen, weil dann kannst du den Boss anschießen, vergiften, auch noch verlangsamen, dann kommt er nicht so schnell zu dir und du kannst dann erstmal wieder in Deckung gehen und während der dann da siecht, kannst du nachladen und kannst weiter feuern und der kriegt trotzdem noch Schaden und so. Das ist schon ziemlich geil. Explosiv ist halt auch richtig gut, weil das macht doch mal ab und zu in einem ja, zufälligen Rhythmus macht das halt eine Sprengexplosion und das lässt den Gegner taumeln nochmal. Das heißt, der Gegner wird auf zwei Arten verlangsamt, durch das Gift und durch die Explosion. Das ist halt einfach sehr geil. Ja, und ich habe das Teil noch ein bisschen aufgewertet durch die Mündungsbremse irgendwie. Den Kompensator, das Zielfernrohr habe ich, glaube ich, drauf gebaut noch. Das war alles vorher nicht dran. Und den verlängerten Lauf habe ich vorher, habe ich auch, glaube ich, selber dran gebaut, wenn ich mich recht erinnere, genau. Und so ist das Ding schon ganz gut. Es fehlt noch der Schalldämpfer, den möchte ich gerne noch dran haben. Und auch noch einen besseren Griff noch. Das habe ich noch nicht gemacht. Und ich glaube, hier Schulterpolster kann man, glaube ich, noch verbessern. Und dann sind wir auch, glaube ich, bei den Mods schon ziemlich weit um. Wir haben jetzt 4 von 8 und dann haben wir, glaube ich, das schon mehr oder weniger ausgemaxt, genau. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr. Ist halt vom Schaden nicht ganz so gut wie der letzte Beowulf, den wir hatten im ersten Durchlauf. Aber ich finde, die Features wiegen das mehr als auf. Und man braucht jetzt auch schon wieder, selbst auf Schwierigkeitsgrad schwer, ich hatte ja gewechselt, als ich das New Game Plus angefangen habe, auf schwer, von normal auf schwer. Selbst da brauche ich jetzt auch wieder nur diese Waffe eigentlich. Ich kriege jeden Gegner platt. Ich brauche nur noch 7,77 mm Munition. Und ich kann den anderen Kram einfach verkaufen. Ich brauche keine Granaten. Ich brauche keine Minen. Ich brauche nichts dergleichen. Das kann ich alles verkaufen, alles zu Geld machen. Ja, und auch die anderen Waffen. Ich habe jetzt hier noch andere Waffen mit dabei. Einfach nur so für die Sicherheit. Falls doch mal irgendwie ein Gegner kommen sollte, den ich nicht so schnell platt kriege. Weil bisher kam das nicht mehr vor eigentlich. Das ist immer nur so irgendwie am Anfang, wenn du halt noch nicht so eine geile Waffe hast wie diesen Beowulf. Und ja, dann hätte ich hier noch einen Max-Sturm. Den benutze ich eigentlich für die richtig harten Gegner noch. Der frisst halt Munition wie nichts bei einer Feuerrate von 400. Und die Munition ist halt auch noch sehr teuer. Diese 50 MI Array Kaliber irgendwas. Das ist schon ganz schön teuer. Aber wenn man fetter Gegner kommt, dann kriegt man den mit dem Max-Shot auch ganz gut. Oder Max-Storm ganz gut platt eigentlich. Ist halt ein bisschen schwer, das Ding. Und müsste auch noch gemoddet werden. Da kann man aber eh nur zwei Mods installieren. Also von daher, so wahnsinnig viel kann man da eh nicht machen, genau. Also das wäre noch eine Option, dass man den noch ein bisschen aufwertet. Oder vielleicht finde ich bis dahin eh noch mal einen besseren. Mal gucken.
Auf jeden Fall ist der Plan jetzt, und das habt ihr mir gesagt, ich soll ins Olympus-System, weil da gibt es wohl eine Raumstation, die sehr besonders ist, die wir noch nicht gesehen haben tatsächlich. Und da wollen wir uns das jetzt mal angucken, würde ich sagen. Da ist irgendwie angeblich wohl irgendwie so eine Art Casino-Raumstation in der Schwerelosigkeit oder so. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Das Olympus-System ist hier unten. Da war ich sogar schon mal. Gehen wir mal dahin und schauen uns da mal. Ah, tatsächlich, diese meint ihr hier wahrscheinlich. Die Sternenstation. Genau, und der Plan ist jetzt, wie gesagt, dass wir uns Missionen vornehmen. Nebenmissionen, die wir jetzt in dem ersten Durchlauf noch nicht gemacht haben oder die ich offscreen gemacht habe, wie gesagt. Einmal Gast. Okay, da waren wir definitiv noch nicht. Also im ersten Durchlauf waren wir da noch nicht. Kann ich da andocken? 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 Ja, ich kann. Okay. Docken wir mal an, ne? Ohne zu rufen vorher auch immer, ja? Und dann gucken wir mal, was uns hier aber... Oh. Oh ja, hier ist wirklich schwerelos. Aber das sieht ja mal richtig geil aus hier. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Uiuiui, guckt euch... Oh, guckt euch das mal an, ey. Wie sieht das denn hier aus? Das ist ja richtig toll. Bin ich hier der Einzige? Warte mal, da schwebt einer rum. Wer ist das? Sind das Spacer? Da ist der einer. Ah, haha. Spacer, Spacer! Was ist denn das hier für ein Level? Was haben die denn für Level? Warte mal, ich muss mal gucken, wie ich zu denen hinkomme. Warte mal. Oh, da ist er. Ja gut, die sind Low-Level, glaube ich, oder? Die machen jetzt nicht so viel Damage. Lol, wie er da schwebt. Ja, und da seht ihr, der Beowulf, der macht schon ordentlich Damage. Ah, der ist schon ja nicht so schlecht. Du Raudi, du, wirst du das wohl lassen hier? Oh, da ist ein 30er. Guckt euch das an, wie schnell der Knabe platt ist. Habt ihr das gesehen? Nimmer wiedersehen. Ich geb dir nimmer wiedersehen. Hier. Oh, yes. On the dance floor, baby. On the dance floor. Nice. Und der eine Typ hier ist gestorben, weil er vergiftet wurde. Von meinem Bio-Wolf. Nicht schlecht. Hier fliegt auch Zeug durch die Gegend. Waffen und alles. Warte mal. Was haben die dabei? Was haben die dabei? Haben die gute Sachen dabei? Man denkt, die sind noch am Leben, weil die so rumschweben, aber die sind leider alle tot. Was heißt leider? Hier, Schrottflintenmuni, genau. Da unten geht es noch weiter, wie es aussieht. Da hängt einer im Kasten drin, guckt mal. Aber das ist hier irgendwie cool. Schade, dass das kein Ort ist, der irgendwie noch intakt ist. Das wäre irgendwie ganz nice. Aber haben die Spacer das hier alles überfallen oder... War das einfach verlassen schon vorher, bevor die da waren. Guck mal, da haben wir nochmal einen veredelten Helm gefunden. Nicht schlecht. Und ich wollte hier mal noch hier hingehen. Und hier ist noch Muni drin. Oder Minen. Ja, die Minen, die verkaufe ich immer jetzt schon. Halte ich alles gar nicht. Grüße gehen raus an den einen Extremisten, der da meinte, das ist die einzig richtige Art zu spielen, ist, wenn man alles behält. Wenn man alle Minen und alles, was an Heilzeug und alle Munition behält. Ja, 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 ja. Ach, guck mal, das ist der 30er hier. Was? Wer ist wo? Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. So, hier, schön aufsammeln alles. Stopp. Tiefminen, Gedöns. Oh, der hat auch ordentlich Geld dabei. Nicht schlecht. Irgendwie ist das cool in der Schwerelosigkeit. Irgendwie ist das nice. Das gibt's eigentlich, finde ich, viel zu wenig in dem Spiel. So Schwerelosigkeitssequenzen. Schön, wie er die Beine über Kreuz genommen hat. Wohnt der Bär? Gehen wir mal hier rein. Oh, hier sind die Tresore. Uiuiuiui, hier ist der Loot. Uiuiuiui, da müssen wir gleich mal gucken. Computer des Leidens, des Leiters. Kritische Rezession. Rezension. Hast du die Kritik gesehen? Die Ausschnitte hier unten sind völlig inakzeptabel und müssen unbedingt überarbeitet werden. Das ist ein Desaster. Du musst alle Publikationen kontaktieren und die Sache in Ordnung bringen. Dieser neueste Versuch, die ultimative Touristenattraktion im All zu erschaffen. Ein Casino in der Schwerelosigkeit, in dem die Drinks nie leer sind und die Credits immer weiter rollen, fühlt sich letztendlich wie eine antiquierte Version unter den sterbenden Lichtern unserer alten Stadt der Sünde an. Ich gleite zur unteren Ebene, um ein paar verschwenderische Augenblicke damit zu verbringen, am Hebel zu ziehen, in der Hoffnung, mich mit ein paar Credits zu belohnen. Weil ich keine Möglichkeit habe, mich auf meine einst runden Hinterntaschen fallen zu lassen, schwebe ich ziellos von einem
hellen schwarzen Loch, das meine Credits ohne Hoffnung auf Flucht in sich hineinsaugt. Ich werfe meine letzten Credits aus meinem nun gähnenden leeren Bankkonto ein, das in den überteuerten Drinks zum Opfer gefallen ist. Okay? Zu meiner Überraschung treffe ich drei gleiche. Vielleicht ist es das Glück ja auf meiner Seite. Die Überraschung verwandelt sich schnell in Enttäuschung, da mein Gewinn unerwartet greifbar ist. Eine offizielle Münze mit dem Casino-Logo. Statt einem bequemen Credit-Stick nutzen zu können, bin ich nun also gezwungen, eine Handvoll dieser unhandlichen Münzen mit mir herumzutragen, die sich auch noch schmierig anfühlen. Vielleicht dachten die Betreiber, es würde mich irgendwie erfüllen, etwas von so hohem Alter bei mir zu tragen. Stattdessen dürfte allein der Gedanke, kostbare Credits gegen jede Art von harter Währung eintauschen zu müssen, wohl alle wütend machen, die in den letzten 300 Jahren geboren wurden. Wütend genug, um sich lieber in das Vakuum des Weltalls zu stürzen, als noch eine einzige Minute hier verbringen zu müssen. Mein Gott. Heilige Scheiße, der ist aber ganz angefressen, dass er Münzen gekriegt hat, wa? Das findet er gar nicht geil. In der Zukunft finden die Leute Münzen nicht geil. Hallo Clarence, wie die hohen Tiere im letzten Meeting gesagt haben, werden wir in allen Bereichen Kosten einsparen müssen. Also absolut keine Jackpots, welcher Art auch immer. Wir werden diese Woche keine Gewinnkombinationen festlegen, aber dafür sorgen, dass niemand die Zahlen erwischt. Du musst bitte folgende Nummern einstellen. Die Gewinnzahlen sind 12, 19, 36, 5. Das müssen wir uns merken. 12, 19, 36, ihr merkt euch das, meine lieben Freunde. Ihr merkt euch das. Ich merke mir das auch für später, aber... senkt dauerhaft den... Ja, das ist ein Buch, ein Skillbuch. Nice. Das ist hier schon ein Jackpot? Oh, mal ist schon ein Jackpot, siehst du? Schon geile Sachen drin hier. Nice, können wir alles gut gebrauchen, alles mitnehmen. Was ist hier? Meister, 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 hier ist ein Meister. Meister-Hacker. Knacker. Okay, warte, ich mach mal B, da wird mir immer der Erste gleich angezeigt. Das ist immer ganz gut, wenn der Erste einem angezeigt wird. Denn der Letzte, der ist nämlich dann der Wichtige. Deswegen ist der Erste entscheidend. Also, wir brauchen hier noch das hier vielleicht. Und dann drüben einen gespreizten. Genau, so. Und dann brauchen wir hier, das klappt nicht. Das klappt, oh ne, das können wir vergessen hier. Dann wird wahrscheinlich eher der hier relevant. Und wahrscheinlich dann eher der hier, schätze ich mal. Genau, und jetzt brauchen wir welche, ein Einser, genau. So, und jetzt haben wir noch hier die Möglichkeit, das wird wohl hier nicht, obwohl doch, warte. Und dann da so ein, haben wir einen Dreier? Ne, haben wir nicht, schade. Das geht aber. Und dann ein Zweier. Ja, ein Zweier haben wir. Sehr gut. Dann nehmen wir das hier. Hervorragend. Bamsi, Battlestim, Kredits und Dicky Dietrich. Nice. Huch. Aber gut, das war jetzt Meister. Einsteiger und Lehrling. Naja, da wird wahrscheinlich nichts Geiles drin sein, vermute ich mal, bei Einsteiger und Lehrling. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht erst von ausgehen. So und so. Und dann den nach unten. Oder warte mal, den müssen wir erstmal gucken. Hier, das muss man irgendwie verwursten, genau. Nee, warte, das kann so nicht sein eigentlich. So muss es sein, glaube ich. Ja, ja, so. So und so. Kleine fiese Falle eingebaut. Was ist das? Modifiziert? Ja, nehmen wir mit, wiegt kaum was und ist recht viel wert eigentlich. Safe, ja, ach komm, da können wir den Lehrling auch noch aufmachen. Was soll der Geist sein? Jetzt sind wir einmal da, jetzt können wir dann auch mal machen, komm. Hier so und dann, warte. Warte, dann so. Flup, flup und Tauregelwiderstand. Kann man mal mitnehmen, definitiv. So, dann haben wir jetzt hier die Schließfächer schon mal geplündert. So, die Zahlen haben wir jetzt schon wieder vergessen übrigens. Warte mal, ich guck nochmal nach. Die Zahlen sind bestimmt wichtig. Nochmal schnell die Zahlen angucken. 12, 19, 36, 5. So wie ich das Spiel kenne, wird das bestimmt wichtig. Die sind da nicht umsonst in dem Terminal, die Zahlen. Ha, hab dich. Ah. Oh, das war mal ein Schuss. Ui. Oi. Ich hoffe, es hat nicht zu sehr gezwickt hier. Komm mal her, du Sack. Nicht schlecht. Oi. Noch einer hier. Ah. In den Po. Und warte, deine Munitiones will ich noch nehmen. Guck mal, das ist ja geil. Hier schweben die Blackjack-Tische. Ich glaube, das ist Blackjack oder so. Oder Poker. Könnte auch Poker sein. Kartenspielertische. Ich bin auch nicht so ein Casino-Mensch, muss ich sagen. Ja? Also ich bin da nicht so drin. Irgendwas fiept hier. Vielleicht ist es ein allgemeiner Raumalarm oder so. Okay, hier haben wir auf jeden Fall
Dingsi, warte. Hier ist noch Zeug. Oh Gott, man muss aber ganz schön auch mit der Schwerelosigkeit kämpfen. Eine Nagelpistole. Nee, die nehme ich nicht mit, die ist zu schwer. Systemerror. Überall Systemerror. Den habe ich doch umgebracht hier. Ja, ja, hier habe ich doch alles geplündert. Ah, warte mal, hier war ich noch nicht. Auf der Seite, kann das sein? Ja, hier war ich noch nicht. Aber das ist auch... Ah, hier! Hier, 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 hier. Das meint ihr wahrscheinlich, wa? Oder? Ich komme aber nicht rein irgendwie. Jetzt! Hier wollt ihr mich hinlotsen. Okay, nice. Ja, da muss man erstmal klarkommen. Schmuggelware! Oh, gestohlene Kunst! Und oh, Bewusstseins-KI-Adapter. Nice. Oder also noch was? Mesh-Komponente. Oh Gott, das werde ich nie alles verkauft kriegen, ey. In 1000 Millionen Jahren nicht. Jackpot-Kombination. Nein, ich habe sie wieder vergessen. Ah, warum? 12, 19, 36, 5. Erfolg, Auszahlung. Was? Nur 3700? Das ist der Jackpot? Das ist der Jackpot von dem schwerelosen Casino? Soll ich mal kurz lachen? Selbst das Geld, was ich einfach so bekomme, wenn ich in eine Stadt reinkomme, weil ich Spacer umgebracht habe, irgendwo in der Pampa, selbst da kriege ich mehr. Da kriege ich 4000 irgendwas. 4600. Das ist erbärmlich. Besser wie nix. Naja, gut. Lassen wir das mal so stehen. Ich bin ein bisschen underwhelmed, was das eigentlich. Ich dachte, hier gibt es voll den großen Schatz jetzt irgendwie. Aber gut, wir haben ja die... Wir haben ja die Schmuggelware noch bekommen, ne? Das müssen wir natürlich jetzt mit einkalkulieren. Die bringt eigentlich den eigentlichen Knack, würde ich sagen. Das sind bestimmt 100.000 in Schmuggelware, wenn man sie zu dem Preis denn verkauft bekommen würde. Ach ja, apropos zu dem Preis verkaufen. Ich habe jetzt übrigens die letzte Stufe freigeschaltet von dieser Fähigkeit mit dem... von dem Verkaufen mit Handeln, genau. Wir können jetzt 20% billiger einkaufen und 25% teurer verkaufen. Jetzt, wo ich diesen Skillpunkt noch vergeben habe. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal einen Händler suchen, bei dem wir die Schwarzmarktware loswerden. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich wieder der Nasenheini in der Bau sein. Da müssen wir mal gucken. Kann sein, dass ich da nochmal mich hinsetzen muss und warten muss, damit er wieder Geld hat. Gehen wir da mal jetzt hin. Warte. Zum Bau, zum Bau. Das ist bei Wolf, genau. So, da gehen wir mal dahin. Würdest du sagen, würdest du raten, dass man erst die Hauptstory durchspielt und dann im New Game? Nein, ich würde tatsächlich empfehlen, das Gegenteil zu machen. Ich würde empfehlen, alle Nebenquests zu... Also nicht die kleinen, sondern die großen. Der Rütschen würde ich empfehlen. Ich würde empfehlen, das mit der UC, Vanguard. Also die solltest du auf jeden Fall machen, bevor du die Hauptquest fertig machst. Das ist wichtig, weil am Ende wird das... Du kannst dich in diesen Questreihen an wichtigen Punkten entscheiden, was du tust. Und das wirkt sich dann aufs Ende aus. Deswegen würde ich schon sagen, du solltest die auf jeden Fall alle spielen. Und die Ranger auch noch, Freestyle Ranger. Das solltest du schon machen. Das war schon richtig, dass ich das genau auch so gemacht habe bei mir im Let's Play und nicht mit der Haupthandlung direkt angefangen habe. Muss ich sagen. Obwohl mir Leute das Gegenteil gesagt hätten. Angeblich hätte Bethesda empfohlen, dass man erst die Hauptmission machen soll. Finde ich ehrlich gesagt, wenn sie das wirklich empfohlen haben, finde ich das falsch. Also ich finde, es hat sehr davon profitiert, dass wir das genau nicht gemacht haben. Was, wenn ich so, irgendwas für dich tun kann? Ich hoffe, genau. Wir haben was du... Ich würde sagen, wir verkaufen mal. Genau. Wir haben ja hier Sonstiges. Erstmal die Mesh-Komponenten. Dann, ja, wir sehen schon, das kriegen wir nicht alles los. Alter Schwede, so viel kriegen wir nicht mal. Im zweiten Rutsch kriegen wir nicht mal so viel los. Da müssen wir uns mal kurz hinsetzen und mal warten. Aber das ist gut, weil wir brauchen noch Geld. Wir wollen ja noch ein Raumschiff bauen, oder? Aber es ist einfach so. Oh nein, jetzt labert mich die Tasche hier voll, die Labertasche. Schnell warten, warten und warten. Genau, also ich kann nur empfehlen, die Nebenmissionen, wie gesagt, nicht die kleinen, aber die großen Handlungen auf jeden Fall noch zu machen. Wie gesagt, UC, auch Piraten natürlich, je nachdem, wie man sich dann natürlich entscheidet und so. Das ist ja immer die Sache. So, da haben wir gewartet. 48 Stunden. 48 Stunden auf dem Stuhl sitzen, damit du dein komisches Geld zapfen kannst. Ja, verkaufen will ich. So. Hier, was habe ich da? P-Karte 9. Ja, hier erstmal das. Ja, oh, 14.000, alter Schwede. Hier, aber es geht leider nur so viel.
Ja, müssen wir nochmal uns hinsetzen. Hilft nichts. Meine Mutter wollte, dass ich Medizin studiere. Aha. Kann ich behilflich sein? Ja. Selbstverständlich. So, hier. Ja, verkaufen. So, gestohlene Kunst. Weg damit. Ist das Kunst oder kann das weg? So, dann können wir ihm gleich noch was anderes verkaufen eigentlich. Wir haben ja noch hier Anzüge, guck mal. Den können wir noch verkaufen. Waffen hatten wir noch irgendwie hier. Was zum Teufel ist das? Moderner Regulator, 121. Warte, da hatte ich noch einen anderen Regulator. Ah ja, hier die erdseitige Pistole, die können wir mal verkaufen. So, jetzt hat er noch 1800. Razorback haben wir noch. Das ist der Beowulf. Ach, guck mal, ein Beowulf. Ein modifizierter Beowulf. Der ist aber nicht so geil wie der, den wir haben. Den kann ich, glaube ich, auch verkaufen. Gut, damit haben wir das Geld auch zu Geld gemacht. Hervorragend. Wie viel Geld haben wir denn jetzt, nachdem wir das alles zu Geld gemacht haben? 400.000! Nice! Nicht schlecht. Das, oh, da laufe ich direkt gegen die Wand vor Schreck. Da haben wir schon wieder bald eine halbe Million zusammen. Nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, lass mal einsteigen und abdocken. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt als nächstes sind. Wir haben nämlich noch ein paar Nebenmissionen, die wir noch nicht offiziell begonnen haben. Beziehungsweise uns noch nicht vorgenommen haben. Und zwar gab es da eine Nachricht, glaube ich. War das das SOS? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Warte mal, das war mit, wie hieß der Typ? Alban Lopez, glaube ich, war das. Jemand namens Alban Lopez hat einen Notruf für die List gesendet. Ich glaube, das müssen wir machen. Kurs festlegen. Nikola 2. Nikola. Ich glaube, das hatten wir noch nicht gemacht tatsächlich. Das war, glaube ich, bisher... Genau, war noch nicht erledigt. Also habe ich, wenn ich es erledigt hatte im anderen Let's Play, dann habe ich es offscreen gemacht tatsächlich. Manche Missionen habe ich offscreen erledigt. So, dann landen wir... Landen. Lopez Farm. Man soll das Spiel in 1 bis 2 Stunden rushen können, aber dann verpasst man viel. Ja, wer will denn auch rushen durch so ein Rollenspiel? Also mal ehrlich. Also ich nicht. Also ja, vielleicht gibt es Leute, die da irgendwie veranlagt sind, dass sie da unbedingt durchhechten möchten durch so eine Handlung. Ich gehöre da nicht dazu, ehrlich gesagt. Sprich mit Alban Lopez auf Nikola 2. Warte mal, da können wir hier gleich mal ein bisschen auch scannen, hier die Ressourcen, die hier sind, nicht wahr? Weil wegen Außenposten und so ist es immer gut, wenn man auch mal ein bisschen noch Ressourcenquellen identifiziert, wo es vielleicht günstig ist, was zu bauen, nicht wahr? Lasst uns 70 Euro ausgeben und nach 2 Stunden fertig sein und was anderes spielen, ja. Und das sind dann wahrscheinlich die Leute, die sich dann noch beschweren, dass es keinen Umfang hat, das Spiel. Weil sie ja nach 2 Stunden schon durch waren mit der Haupthandlung. Ja, da gibt's halt auch echt ganz merkwürdige Nasen. Das sind dann so Power-Gamer. Die einfach keine Ahnung, die haben dann schon nach einer halben Stunde irgendwelche Millionenbeträge auf dem Konto und keine Ahnung. Und alle, die dann nicht so spielen, sind dann auch schlecht, ne? Die, alle, die das nicht rushen, spielen schlecht und können das Spiel nicht. Kennt man die Sorte. Ja. Laber. Lopez Farm. So, sprich Lopez. Ich habe kein Problem damit, mein Zuhause. Ah, warum? Aber meine ist größer als deine. Ich bin nicht wie die Späßer, aus die ich so kenne. Ich bin kein Späßer. Dein Funkspruch klang, als könntest du Hilfe gebrauchen. Warte mal kurz. Du hast einen Notruf gehört und bist den ganzen Weg hierher geflogen? Ist das so ein Priester- oder guter Samariter-Ding? Ich dachte, Leute wie dich gibt's gar nicht. Aber ich habe jede Menge Probleme und bin bereit, für die Hilfe zu bezahlen. Jede Menge Probleme und bezahlen klingt gut. Keine Ahnung, was das für ein Spielchen ist. Aber ich bin dabei. Liz hat 4 Familien geholfen, sich in diesem System anzusiedeln. Wenn alles gut lief, waren wir vielleicht mal einer Meinung. Aber glaub mir... Gerade läuft es nicht gut. Ja, ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Die Angriffe werden immer schlimmer. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir erledigt sind. Außer natürlich, du hilfst ein paar fleißigen und sturköpfigen Siedlern. Ja, dann komm, sag, was ich tun soll. Absolut richtig.
Die Spacer haben die LIS-Satelliten ausgeschaltet. Das hatten wir angenommen. Also wir nicht mal miteinander reden. Ja, ja, doch, doch. Das hatten wir angenommen, aber nicht gemacht. Eliminieren. Der Klassiker. Wenn du den Lopez-Satelliten reparierst, öffne ich einen gesicherten Kanal, dann verschaffen wir uns einen Überblick und nehmen alle Satelliten wieder in Betrieb. Das hatten wir angenommen, aber das haben wir nicht fertig gemacht. Kann ich mich erinnern. Aber ich bin endlich mal optimistisch. Mit den Satelliten war das Ding. Naja, doch, doch. Das hatten wir angenommen, aber haben es nie beendet. Okay, gut, warte, wir müssen zum Schiff, oder? Ah, nee, repariere den Lopez-Kommunikationssatelliten. Wäre es hier auf dem Planeten, oder was? Oder ist es nicht viel eher wieder irgendwo im Weltraum? Ich gehe sicherheitshalber nochmal kurz gucken, weil das ist immer... Das war, glaube ich, auch schon bei dem ersten Ding, wo wir das gemacht hatten. Moment, was ist das jetzt für eine Mission schon wieder? Nee, nicht zurück an die Arbeit. Haupt ist es auch nicht. Gescheiterte Kommunikation. Repariere, genau. Kurs festlegen. Kommunikationssatellit. Reisen. Ich glaube, da müssen wir hinfliegen. Ja, guck mal, siehst du? Spacer 54. 44, okay. Das ist natürlich mal eine Ansage, wa? Der macht doch ganz schön Aua. Sollte vielleicht mal ein bisschen ausweichen. Attacke. Alter Schwede. Ja, ja, ist gut. Ah, diese Meldungen immer, ne? Oh, was? Oh, was? Vorbeigesäpst. Wie können die so schnell wenden? Hallo? Warum schießen eigentlich meine Raketen immer irgendwo hin? Frage ich mich. Ich muss die mal anvisieren besser, glaube ich. Ich hätte so gerne wieder mein richtiges Schiff, ey. Das regt mich so auf mit diesem scheiß Sternensucherschiff hier. Das, so ein dämliches Scheißschiff ist das. Sprich mit La... Ja, bla bla, Lopez. Muss mal wieder alles scannen hier jetzt. Ich muss mal speichern, bevor ich das mache, glaube ich. Die Mission fand ich toll. Ja, die ist bestimmt auch toll, aber nicht mit diesem dummen Sternenblüter-Scheißschiff. Ich hätte gerne vorher, bevor wir sowas machen, hätte ich eigentlich gerne wieder mein richtiges Schiff. Und mir mein richtiges Schiff wieder zusammengebaut. Mit vernünftigen Waffen und nicht mit diesen komischen Laserstrahlen da. Und diese Raketen, die sonst wohin fliegen, aber irgendwie nicht dahin, wo sie hin sollen. Naja gut, müssen wir jetzt halt mit leben, so ist es halt. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Vielleicht mit ein bisschen ausweichen, ein bisschen mehr noch. Das erinnert mich, als du angenommen hattest, da bist du mit dem Anfangsschiff ein paar Mal. Ja, das hatten wir ziemlich früh angenommen, die Mission. Ich erinnere mich auch. Und dann ging das ein paar Mal schief, stimmt. Ja, ja, doch, doch. Aber das war halt auch noch das Billo-Schiff vom Anfang. Und das hier ist jetzt halt das Billo-Schiff vom Anfang vom New Game Plus. Wir müssen das mal mit einem Schiff machen, das kein Billo-Schiff ist. Das wäre mal eine Lösung. Jetzt muss ich mir wieder das Ohr abkauen lassen von dem hier. Ich habe kein Problem. So ist ja, ist gut. Warte mal. Ja. Hier, Credits. Könnten wir doch alle. Credits. Republikanische Credits. Ja, halt doch die Klappe und sag mir, was ich tun soll. Im Weltraum steht man vor Herausforderungen. Die Spacer haben. Ja, komm, tu es. Ja, dann mal an die Arbeit. Jawohl. So, jetzt erstmal speicheln. Wenn das jetzt wieder nicht klappt, bauen wir uns dafür vorher erstmal ein vernünftiges Schiff zusammen, ja? Alle Waffen bereit machen. So, Achtung. Und können wir, warte mal, können wir mal ein bisschen mehr Energie hier mal auf die Waffen zuwenden? Ist ja alles noch gar nicht richtig zugewiesen. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen Gas zu geben und ein bisschen mehr... Bisschen mehr aufzupassen, ein bisschen mehr auszuweichen auch. Und wenn ich Raketen abfeuere, dann nur, wenn wir sehr nah dran sind, so wie jetzt. Aber er hat ja keinen Kratzer gekriegt, Alter, das Schiff, ey. Was ist das denn? Ja, was ist denn das, Alter? Wie soll man denn da... Alter, was ist das? Da kann man auch gar keine Chance haben, wo gar nichts geht da. Gar nichts, gar nichts.
Da geht gar nicht. Ja, da braucht man ein besseres Schiff vorher. Das geht nicht. Also mit dem Ding kannst du es vergessen, ey. Das ist ja lächerlich. Das hat ja, die Schilde sind ja 0, nichts runtergeballert. Wir haben aber auch noch nicht genug Geld für ein neues Schiff. Das ist das Problem. Da müssen wir noch ein bisschen tingeln jetzt. Warte, dann nehmen wir uns jetzt eine andere Nebenmission. Ist egal. Es ist wieder dasselbe wie beim letzten Mal, als wir die gemacht haben. Das Schiff ist einfach scheiße. Das hatten wir noch gar nicht gemacht. Letzter Wille und Testament. Da will ich mal gucken, was das macht. So, nach der gescheiterten Kommunikationsmission gehen wir jetzt in Attila City und reden mit dem Bürgermeister. Ich bin gespannt. Wir haben uns ja hier auch noch nicht... Hier fliegen ständig Schiffe herum. Ach was. Ja, ich habe sie gesehen gerade, die Schiffe, die da rumfliegen. Aus der Nähe tatsächlich. Hi, wie geht's? Kannst du deine Waffen und Schilde... An dem Schiff kann ich gar nichts machen, glaube ich. Ich weiß nicht, da kann man, glaube ich, nichts aufrüsten. An dem Sternenblüterschiff. Das macht doch keinen Sinn, weil ich finde das Ding auch generell hässlich, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne mein altes Schiff wieder, ehrlich gesagt. Was ich vorher hatte. Das war nämlich so gut. Das war zigmal... Das war Lichtjahre besser als dieses blöde Sternenblüter-Mistding da. Keine Ahnung. Dass man auch nicht mit seinem eigenen Schiff diesen Sprung ins Paralleluniversum machen kann, obwohl das Amilaya ja in dem eigenen Schiff sich befand, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Ja, da werde ich nie verstehen. Die besten Leute in den besiedelten Systemen sind hier zu Hause. Rede mit mir. Schön, dich kennenzulernen. Ja, ich bin Elias Cartwright, der Bürgermeister von Aquila City. Ich kann mir Gesichter gut merken und deines habe ich hier noch nie gesehen. Ich stelle mich gerne jedem Besucher vor, der in unsere wunderschöne Stadt kommt. In den Worten des Gründers, es geht nichts über ein herzliches Willkommen und ein freundliches Lächeln. Das weiß ich zu schätzen, danke. Der Gründer? Ah ja, Solomon Cole, der genau hier vor über 160 Jahren einen Spaten in den Boden gerammt hat. Diese erste Siedlung ist zu der Stadt herangewachsen, die du heute siehst. Und ich sage dir, diese Vision hat viele Opfer gefordert. Oh ja, die Stadt ist stolz auf ihre edle Geschichte. Für viele hier ist sie quasi heiliger Boden. Deswegen begrüße ich gerne jeden, der neu in die Stadt kommt. Damit auch jeder weiß, wie einzigartig Aquila City ist. Wunderschön, das weiß ich zu schätzen, danke. Sehr gerne doch. Wie du gewiss weißt, legen wir im Freestar Collective großen Wert auf menschliche Güte und Großzügigkeit. Dann gib mir mal 100.000 Credits. Das hebt uns von unseren Nachbarn in den United Colonies ab, wenn du mich fragst. Wir verlassen uns aufeinander, nicht auf Maschinen oder Bürokratie. Ich werde dich nicht fragen, was dich herführt. Das ist allein deine Angelegenheit. Du hast irgendwas. Ich erzähle dir aber gerne alles über den Kern und Midtown. Nee, du hast doch eine Aufgabe. Oder nicht? Warum baut die Stadt eine Mauer? Du bist wohl neu in der Gegend, was? Aquila ist mindestens so gefährlich, wie es schön ist. Da draußen gibt es Kreaturen, die eine tödliche Gefahr für alle und jeden darstellen. Am schlimmsten sind die Ashtar. Schnell, stark. Ja, das weiß ich. Wenn ich dir noch mehr erzähle, schläfst du schlecht. Zum Glück hält die Mauer sie ab. Du musst einfach nur auf der richtigen Seite bleiben. Dann du hast doch eine Aufgabe. Oder nicht? Deswegen bin ich doch zu dir gekommen. Kannst du mir was über den Kern erzählen? Der Kern ist der älteste Distrikt und geht auf die ursprüngliche Siedlung aus den Zeiten von Solomon Cole zurück. Die Nachfahren der allerersten Siedler von damals der leben Kern immer ist noch hier. Erzähl mir mehr über Frank Langston und dein Problem. Frank ist bloß der aktuelle Besitzer des Hazanov-Anwesens. Und er ist mit Abstand der Schlimmste. Aber das läuft schon so, seit den Hazanovs die Erben ausgegangen sind. Die Cartwrights versuchen seit Jahrzehnten, ein altes Unrecht wieder gut zu machen. Und deswegen brauche ich Hilfe. Ich freue mich immer, Dinge in Ordnung bringen zu können. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Die letzte Hazanov war Zahar. Traurige Geschichte. Sie hat vor rund 40 Jahren ihr letztes Enkelkind verloren und war danach völlig gebrochen. Sie hat ihre Sachen gepackt und das Anwesen einfach verlassen. Hat irgendwo weit weg von Aquila City eine Farm aufgebaut. Kurz danach haben die Ashtar die Farm überrannt und damit gab's keine Hazanovs mehr. Oh, shoot. Klingt, als wollte die arme alte Zaha nach ihren eigenen Regeln spielen. Das haben andere auch schon gesagt. Ich brauche jemanden, der auf der alten Farm nachsieht, ob Zahar ein Testament hinterlassen hat. Easy. Ich werde ihre Wünsche honorieren. Das ist Aquila ihr schuldig. Und wenn das auch noch das hohe Tier aus dem Kern schmeißt, wäre das umso besser. Ich helfe gerne, Mr. Cartwright. Du bist ein Segen. Zahars Farm ist auf diesem Planeten.
Aber geh bitte nur, wenn du den Ashtar gewachsen bist. Diese elende Geschichte soll nicht mit noch mehr Drama enden. Ja, ja. Sei vorsichtig. Ich bin Profi. Pass auf dich auf. Hole Sahas Testament von Sahas Farm. Wieso regnet's eigentlich? Achso, hier ist nur ein Netz drüber. Ich dachte gerade schon, warum regnet's bei ihm eigentlich rein, aber der hat ja gar kein richtiges Dach hier. Okay, also, warte, wir mischen. Das ist doch hier auf dem Planeten. Guck mal, da müssen wir hin. Sahas Farm. Dann mal los. Es ist das Sternenblüterschiff MK1, aber die werden nicht viel besser, oder? Ich kann mit den Dingern nicht umgehen. Ich glaube, das ist nicht, dass man damit nicht umgehen kann. Das ist, glaube ich, einfach, das Schiff ist einfach scheiße. Die Werte sind ja schon schlecht. Der Schild ist ja schon schlecht. Das sieht man ja auch schon an der Leiste. Und der Reaktor ist ja auch noch Klasse A oder so. Also das ist halt einfach, das ist so ein Bananenschiff, keine Ahnung. Das ist nur gegen die Anfangsdinger da irgendwie überlegen. Aber später dann gegen 44er Level kannst du es schon direkt vergessen eigentlich. Kannst du direkt knicken. So, dann mal rein. Holen wir das Testament und dann geht's wieder weg. Dann geht's wieder zurück. Da ist es drin. Letzter Wille. Und die Credits nehmen wir natürlich auch mit. Schnell mal umschauen, würde ich sagen, ob hier irgendwas ist. Genau, dann erstatten wir mal Bericht. Mal gucken, wie umfangreich diese Questreihe ist. Das erinnert ja mit dieser Familienfehde so ein bisschen. Da gab es doch bei den Amis im Wilden Westen irgendwie diese klassische Familienfehde zwischen den zwei. Wie war das? McCoys und. Da gab es sogar mit Kevin Costner eine Serie irgendwie. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Vielleicht weiß es der ein oder andere. Alles okay? Wir sind hier, um zu helfen. Ich glaube, das ist daran so ein bisschen angelehnt vielleicht. Wenn die Schicht nicht bald um ist, wird mein Süßer sauer. Könnte sein, dass es daran so ein bisschen davon inspiriert ist, von dieser Familienfehde. Water. Nee. Nee, das nicht. Nee, der Postman, weißt du. Nee, nein, es ist weder Postman noch Waterworld. Nee, irgendwas mit Averys und McCoys oder so ähnlich. Keine Ahnung. Wie gesagt, sei vorsichtig. Ich habe Sahas Testament. Du hast es gefunden? Ja, wunderbar. Geld. Aber Blake Aldwell? Mal überlegen. Es gab mal einen Blake. Hatfield und McCoys, genau. Oder seine Familie aufspüren. Ich setze meinen Anwalt darauf an. Langston wird Augen machen. Und vielleicht bringen wir einen Hasanov zurück in den Kern. Ich bin froh, dass wir das Richtige für die Hasanovs tun. Sie waren Mitbegründer des Freestar Collective. Wenn es noch lebende Erben gibt. Das ist mehr, als ich mir erhofft hatte. Hier, deine Belohnung. Du hast der Stadt einen großen Dienst erwiesen. Was, nur 2500? Ja gut, das ist so eine Anfangsquest, glaube ich. Aber ein bisschen traurig sagt, schon. Ich soll Ärzte ein bisschen wenig. Ein bisschen mehr erwartet hier. Ja, Hatfield und McCoys war das, genau. Die haben da so eine Fehde untereinander ausgetragen. Das ist auch lustig in der Serie, wie das da alles immer mehr eskaliert, wie es einfach mit Kleinigkeiten anfängt und dann eskaliert es immer mehr. Das ist auch spannend. Ja, ich habe die nie zu Ende geguckt, glaube ich. Ich habe die nur angefangen, aber nicht zu Ende geguckt. Weiß gar nicht, wie das ausging. Genau. So, jetzt haben wir ja das erledigt. Was haben wir denn jetzt noch an Neppen-Missionen? Warte, Neppen-Missionen. Wir haben hier Aktivitäten, da haben wir ja auch noch ein bisschen was, ne? Mit Sergeant Yumi sprechen, gut, das hatten wir schon mal. Untersuche partielle Stromausfälle auf dem Unterdeck. Das hatten wir auch nicht gemacht, aber das ist bestimmt auch wieder nur so eine Billo-Quest. Begib dich nach Elios. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob wir das schon gemacht haben, tatsächlich. Ich meine nicht. Mit Trevor sprechen haben wir auch noch nicht gemacht. Wir können uns ja mal nach Elios begeben. Kurs festlegen. Könnte jetzt auch sein, dass das vielleicht die Klonkolonie ist. Ah, das war die Zuflucht. Ja, das hatte ich offscreen gemacht. Ich erinnere mich. Das könnten wir tatsächlich machen. Das kennt ihr nämlich im Let's Play noch nicht tatsächlich. So, da steigen wir mal aus. Das war diese Sträflingskolonie, die irgendwie hier einen Neuanfang machen. Ich erinnere mich. Und da gab es dann einen, der wurde da irgendwie entführt. Hier. Kein Wunder, dass niemand für dich arbeiten will. Mein Mann ist verschwunden und du wartest einfach, dass er durchs Tor spaziert? Mr. Halftown, wir versuchen es ja, aber uns fehlt das Personal. Und jetzt denkt mein halber Trupp, dass eure kleine Bande von Knackis uns verschleppen und unsere Organe stehlen will.
Mr. Halftown, unser Security Officer, liegt auf der Krankenstation, weil er deinen Arbeiter gesucht hat. Wir tun, was wir können. Ich bitte dich und deine Crew um Geduld. Ihr habt von uns Sträflingen nichts zu befürchten. Wir regeln das. Dann klär die Sache. Sonst haben wir ein Problem. Mein Wort drauf. Und an dieser Stelle endet diese Folge Starfield. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Starfield, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.